Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo, ich heiße Hanna und ich begrüße Sie ganz herzlich, um Ihnen einen Überblick über das große Sortiment der Jolifin-Fallen und ihre Anwendung zu geben. Der Pretty Nail Shop führt Fallen von einer sehr groben 80er-Körnung bis zu einer sehr feinen 600er-Körnung in verschiedenen Formen und Farben, passend zu jedem Arbeitsschritt der Nagelmodellage. Alle Fallen sind hygienisch abwaschbar und können mit einem Desinfektionsspray behandelt werden. Sie haben einen festen und dennoch leicht flexiblen Kunststoffkern, damit sie gut in der Hand liegen und sich ideal über den Nagel führen lassen. Sie sind beidseitig mit einem hochwertigen Sandpapier beschichtet, das einen gleichmäßigen Abrieb gewährleistet. Somit sind die Nagelfallen für mehrere Anwendungen einsetzbar. Es gibt Fallen, die beidseitig die gleiche Körnung aufweisen, zum Beispiel 80, 80 oder solche mit unterschiedlich gekörnten Seiten, zum Beispiel 100, 180. Letztere können daher für zwei verschiedene Arbeitsvorgänge verwendet werden. Doch was bedeuten diese Körnungen eigentlich? Die Körnungszahl einer Feile heißt fachlich Grit. Sie gibt an, wie viele Schleifkörnchen sich pro Quadratzentimeter auf einer Feile befinden. Bei 80 Schleifkörnchen muss jedes einzelne Körnchen größer und damit gröber sein als bei 180 Stück. Eine niedrige Körnungszahl bedeutet also wenige und damit grobe Schleifpartikel, eine hohe Zahl viele und damit feinere Körnchen. Doch woher wissen Sie, welche Körnung Sie für welchen Arbeitsvorgang verwenden? Pauschal kann man sagen, dass sich grobe Fallen natürlich eher zum Abschleifen der oberen Modellageschichten eignen, zum Beispiel beim Nachfüllen. Dies entspricht Körnungen von 80 bis 100. Mittelgrobe Fallen eignen sich zum Kürzen der Nägel und Formen der Modellage. Das sind Körnungen von 100 bis 180. Mittelfeine und feine Fallen sind zum Nacharbeiten, Glätten und für das Finish gedacht. Körnungen 180 bis 600. Arbeiten Sie mit groben Fallen niemals auf dem Naturnagel, um ihn nicht auszudünnen oder zu strapazieren. Die meisten Körnungen gibt es als gerade oder gebogene Pfeile, sowie in Schwarz und Weiß. Sie sind 18 cm lang und 2 cm breit. Darüber hinaus finden Sie bei uns auch andere Farben, wie zum Beispiel Zebra oder die bedruckten Glamour-Pfeilen. Ob Sie eine gerade oder eine gebogene Pfeile verwenden, liegt letztendlich an Ihren eigenen Vorlieben und kann nicht allgemein beantwortet werden. Probieren Sie einfach beide aus, um die für Sie beste Handhabung herauszufinden. Besonders gut in der Hand liegen die Jolifin-Pfeile extra breit und die Jolifin-Pfeile Trapez extra breit. Beide sind weiß und haben die Körnung 100, 180, sind 18 cm lang und 3 cm breit. Durch ihre breiten Pfeilflächen kann man mit ihnen besonders zügig arbeiten. Praktisch für unterwegs oder in der Handtasche ist die Jolifin Mini-Pfeile weiß 100, 180. Sie ist 7 cm lang und 1,8 cm breit. Eine eigene Kategorie stellen die Jolifin Frozen Glasfallen dar. Diese gibt es in vier verschiedenen Farben sowie als kleine und größere Ausgabe. Wie der Name schon sagt, sind die Fallen aus Glas gearbeitet. Die Fallflächen sind besonders fein aufgeraut und eignen sich speziell zur Maniküre des natürlichen Nagels. Sie können mit ihnen zum Beispiel kleine Unebenheiten auf der Nagelplatte herausfeilen, bevor Sie den Nagel mit Nagellack lackieren. Oder eine modellierte Oberfläche besonders fein für Nailart vorbereiten. Die Fallen sind desinfizierbar und werden in einer schützenden Hülle geliefert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen viele nützliche Tipps zur Anwendung geben und wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem Nageldesign. Unsere gesamte Produktpalette finden Sie in unserem Online-Shop unter www.prettynailshop24.de oder in einem unserer Jolifin-Stores. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.